los. Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Was ist mit uns passiert und wieso sind wir auf der Straße? Und Jodie sieht nicht gerade sehr gesund aus. Nach einer kleinen Längenpause geht es unendlich weiter mit Beyond Two Souls bei mir. Recharge your mobile phone here. Können wir denn irgendjemand anrufen? Hallo? Nathan? Jodie, wo bist du denn? Dem Monster. Sie sind überall. Großer Gott, Jodie, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jodie. Jodie! Hört sich gar nicht gut an. Aber wieso hast du Nathan nicht erzählt, wo du bist? Lasst sie in Ruhe. Hilf uns. Komm Was war schon. Das, verdammt? Bitte. Hilf uns doch. Nein! Komm schon. Trink. Hey.
Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber... es reicht. Ich hab dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehen. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern? Durchgeknallter Freund? Sowas? Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber... wir können gerne alles teilen. Danke. Was für ein sympathischer Mann. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber er ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thursday, sie ist schwanger. Armes Ding. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also hab ich's. Kein großes Ding. Sagen. Ich habe die Ergebnisse der Tests, Stan. Okay. Ich denke mal... wir gehen von einem Schwangerschaftstest aus. So würde ich zumindest sagen. Aber ich werde ihn gleich mal darauf ansprechen. Aber zuerst möchte ich mich noch etwas bei den anderen Leuten hier umschauen. Da wir sonst vielleicht die Gelegenheit verpassen. Oh Mann. Okay.
ihm reden können wir nicht. Schade. Sieht gar nicht gut aus. Mädel, du bist zurück von den Toten? Halleluja, preise den Herrn! Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady! Danke, danke. Irgendwie sympathisch. Aber trotzdem traurig für die Leute, die hier leben müssen. Unter diesen Umständen. Und das im Winter. Nee, nee, nee. No, Jodie, no. Du schaffst das. Hi. Hi. Kann man dir helfen? Irgendwie. Oder müssen wir dir erst später helfen? Wahrscheinlich. Und wir sind hier hin. Bin ich gerade etwas verschrocken. Oh Mann. Du bist hier am Zittern. Nimmst du Drogen? Nein. Nein, 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 nein. Das ist es nicht. Es ist schwer zu erklären. Na dann lass es doch. Spaß dir. Damit das klar ist. Ich hab keinen Dope und ich hab keinen Bock auf den Scheißdreck. Nein. Nein, ich nehme keine Drogen. Okay, das ist die Wahrheit. Okay, ganz ruhig, Stan. Okay. Können wir mit dir nochmals reden, bitte? Hast du kürzlich jemanden verloren, der dir nahe stand? Meine Frau, Nancy, starb an Leukämie vor 4 Jahren. Woher weißt du das? Nein, ich... Nur so ist nicht so wichtig. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Vielen Dank für alles. Komm, gehen wir. Kamera, hallo? Okay.
Ich möchte trotzdem noch mal hier schauen. Okay, können wir nichts machen. Auch mit einem nichts. Bei allen Leuten, okay. Gut, wollte noch mal sicher gehen. Was? Puh. Okay. Gut. Glück gehabt, würde ich sagen. Ja, wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du... willst du sehen, wie es bei uns so läuft? Klar. Jodie hat so ein verrücktes, tragisches Leben, auf das man erstmal klarkommen muss. Wir brauchen etwa $5, das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Hoffentlich. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht, das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden oder eine Woche. Du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Mir ist so kalt. Ja. Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Okay. Mal schauen. Klingt gut. Oder nach Pizza? Ist nur Futter. Das ist so hart. Die Leute hier sehen gerade nicht sehr vielversprechend aus. Ich hab gesagt. Und dann? Dann war Ruhe. Geschieht ihm recht. Was? Hier können wir wahrscheinlich absitzen, aber ich möchte noch weiter schauen. Wir können das nicht machen, Aiden. Ich bin kein Dieb. Ich muss es tun. Genug. Es geht ums klare Überleben. Los, sehen wir, wie es denn geht. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du?
Scheiße, Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Jody, wenn du das Geld gestohlen hast... Es wird ganz bestimmt niemand vermissen. Damit kriegen wir heute was zu essen. Stan, ich habe dafür niemanden umgebracht. Ich kaufe uns jetzt Essen davon. Du bleibst hier. Wie gewonnen, alter Glückspilz? Oh, no. Hey, ich will keinen Ärger. Ärger? Ärger? Das ist so respektlos, alter Mann. Sehen wir aus wie Ärger etwa. Das wäre Ärger. Oh, komm schon. Willst du das jetzt? Ja, schon dabei, Mann. Fuck. Leute sind doch so scheiße. Ich bin dran. Arschloch, voll eingeklappt. Guckt ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Was laufen, ey? Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Missständen. Holy shit. Da wäre ich jetzt fast nicht vorbereitet drauf gewesen. Scheiße. Mich in Ruhe. Scheiße. Jody ist schließlich nicht für nichts ins CIA-Training gegangen. Das Miststück ist krank. Wir sehen uns später, Miststück. Schalt dich hoch ab. Hey. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, wo sie wieder kommen. Okay. Luxury Rentals, your new home is here. Okay, Leute, kommt zum Essen. Komm schon, Jody. Los, hol dir auch was. Hey, wow. Ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren vier Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte er sie umgebracht. Tuesday. Kanntest du die Kerle? Ja, die sind hier bekannt. Die Kids suchen hier nur nach einfachen Opfern. Sie haben Smartphones mit Kameras und sie reißen wohl mal gern die Schnauze auf. Wollen vor ihren Freunden angeben.
Mieser, verschissener Wichser. Einmal war ich dran. Hab mich noch nicht ganz erholt. Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Raten nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Boah, was für ein Leben. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Drogen. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden. Er ist immer bei mir. Er ist auch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Ach, komm schon. Glaub mir doch bitte. Tuesday. Willst du wissen, wie es dem Baby geht? Gib mir deine Hände. Ich hoffe, es geht ihm gut. Hab keine Angst ums Baby. Alles ist okay. Woher weißt du das? Ich weiß es. Ich sehe sie. Zum Glück. Zum Glück geht es dem Kleinen gut. Was machst du? Vertrau mir. Mann, komm schon. So. Jody, alles klar? Stan, mein Lieber. Oh, Jody, lass das, das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. 4 lange Jahre. Nancy. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Ich war niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh mein Gott. Bricht mir das Herz, du scheinst so verloren, so gebrochen. Es ist hart, Nancy. So hart. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was wir zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder, verliebe dich, sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Ach, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Du
Ein Wunder. Ein gottverdammtes Wunder. Jodie? Danke. Ist es soweit? Tuesday. Ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein. Nicht ins Krankenhaus. Sie nehmen mir mein Baby weg. Nein, niemand kriegt mein Baby. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Mein Baby... Ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Halt durch. Ganz ruhig. Uns fällt was ein. Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Na los. Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jodie, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine. Warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja. Aber ihr müsst euch verdammt beeilen. Okay, schnell. Los geht's. Was brauchen wir denn alles? Jodie, lauf doch. Jodie, komm schon. Jodie. Endlich. Renn doch ein bisschen. Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lass nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich hab keinen. Aber uns fällt was ein. Komm! Ja, dafür müssen wir wohl in den Supermarkt einbrechen. Irgendwie. Da drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Gott verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Lass mich nur machen. Hä? Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Na dann. Hereinspaziert. Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Erkläre ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Oh shit. Scheiße, ein Alarm. Ich hätte es wissen müssen. Beeilen wir uns, die Cops werden jeden Moment hier sein. Shit, daran hätte ich es nicht gedacht. Fuck. Ich hab so viel, ich tragen kann. Okay, dann lass uns hier abhauen. Komm. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Holy shit. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ich hoffe, es geht allen gut am Ende.
Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle, außer Jody. Ich will nur Jody. Okay. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ja. Ich auch nicht, aber... Ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Oh! Okay. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Sehr schwer offensichtlich. Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Alles wird gut. Okay, heizen. Warm muss es sein. Kann ich sonst irgendwas machen? Ich kümmere mich um die Matratze. Halt durch. Okay, du kriegst das hin. Alles wird gut. Atmen. Okay? Bitte, Tuesday, immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme doch. Oh, verflucht, ich mach doch. Komm schon, pressen. Pressen. Ja, es ist fast da. Okay. Bald vorbei. Okay? Ganz toll machst du das. Ich kann sie sehen. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt press. Pressen. Sie ist da, Tuesday. Noch die Nabelschnur. Babe. Ein kleines Weltwunder. Wir schaffen das. Mom und du. Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die anderen. Es ist so winzig. Es ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich.
Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Scheiße. Sieht gar nicht gut aus. Schnell raus hier. Stan, Stan, mach auf! Was? Oh Gott! Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir! Nein, nein, ich geh allein! Shit. Aber... Los, raus mit dir! Hilfe! Was? Eilen, fang die Tür! Ich hoffe, hier kommen alle lebendig raus. Bitte. Tuesday, das Baby! Sie sind oben, hört ihr? Wir müssen sie rausholen, bevor hier die ganze Bude abbrennt. Go. Komm schon, Jody. Wir müssen sie retten. Du hast keine andere Wahl, Junge. Wenn er nicht kommt. What? Holy shit. Komm schon. Wie holen sie da raus? Come on. Go, go, go! Komm schon. Was mit Jimmy ist, weiß ich auch nicht. Lauf!
Geh weiter! Okay, schnell raus hier! Holy shit. Hauptsache alle anderen schaffen es. Irgendwie raus. Ich hoffe, Jimmy hat es auch geschafft. Uns bleibt nichts anderes übrig. Hilf mir ein. Jody, Jody. Oh mein Gott, du bist am Leben. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber das war unglaublich. Zoe, wie geht's Zoe? Gut, sehr gut. Oh. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Sag mal, was, Jungs? Nur Benzin, ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest. Ich pfeif darauf, Happy End. Ich sagte, wir sehen uns, Miststück. Hey, lass sie in Ruhe! Ganz ruhig, Kakerlaken. Schluss mit Helden sein, oder? Oh, shit. Nein! Nein! Hast du das drauf, Ed? Ja, Mann, ist alles drauf! Okay, dann komm, los, weg! Was da, oder? Alter. Komm schon, das kann nicht das Ende sein. Sie atmet nicht! Sie atmet nicht! Oh mein Gott! Sauerstoff! Wir brauchen Sauerstoff! Scheiße, wir verlieren sie! Jody! Jody, nein! Bitte nicht! Bitte bleib bei uns, Jody! Bleib bei uns! Du ja. Na, wie du musst dich daran gewöhnen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Distanzen um die Kluft. Sie sind nicht wie ein. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Chateau Margaux 2018. Ich habe gesagt, das war ein Vorrat. Pass gut auf dich auf, Jody. Ich will nicht, dass dir was passiert. Paranormale Abteilung. Löffel und Gabel verbiegen und mit Toten treten Notzeug. Jody, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Jody. Die Existenz. Bin ich tot? Was passiert hier? Ah!
Baby. Lasst mich sehen, ganz kurz. Aber sie ist mein Baby. Bringt sie mir. Ich hab's nie überlegt. Ich will mein Baby. Bitte. Bringt das Baby hier raus. Ich will sie sehen. Bitte, lasst mich zu ihr. Ich will mein Kind. Bitte, lasst mich zu ihr. Wer war die Frau? Warum zeigst du mir das? Ist sie meine Mutter? Ich glaube schon. Also, ist Jolie doch adoptiert? Hatte ich recht? Meine Vermutung am Anfang? Nicht mehr hier. Offensichtlich haben wir es überlebt. Schöne Haare. So, ja. Okay. Schön waren sie nicht mehr so. Okay. Hätte sein können, dass man duschen kann. Oft von dir, damit sie weiß, was du für sie getan hast. Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Ich heiße Lysa. Was? Fucking 3 Monate? Wir lagen 3 Monate im Koma? Holy shit. Sind wir, Jody. Zusammen. Dadurch sind wir immer an deiner Seite. Und warte, was hat's mit dieser Zeitung auf sich? Wir haben die Mistkerle geschnappt, die unser Haus abgefackelt haben. Das Benzin an ihren Sachen war der Beweis. Krank, oder? Arschlöcher. Dave filmt. Okay, kann ich nicht lesen. Aber fucking 3 Monate lagen wir im Koma. Oder noch länger. Heilige Scheiße.
hab den Job. Und dieses kleine Apartment. Mir geht's ganz gut. Komm wieder, Jody. Wir vermissen dich. Aber schön zu sehen, dass es allen gut geht soweit. Und sie offensichtlich das Leben neu anfangen konnten. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Sind Sie Verwandte? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bring sie zu ihr. Oh no. Was ist das? Nein, komm schon. Was? Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im 5. Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Kommen wir zur Anfangsszene. Obdachlos. Sie und sowie Patientenspieler haben diesen Weg genommen. Gelogen oder Stans Fragen ausgewichen. 48%. Für Geld getan, was nötig war. 34%. Genug Geld, warmes Essen. 90%. Nicht allen, allen nach dem Abendessen geholfen. 64%. Hätte ich eigentlich gerne gemacht, aber kam ich leider nicht dazu. 8% nicht alle vor dem Feuer gerettet. Wie hätte ich denn Jimmy, glaube ich, hieß der Typ, retten sollen, wenn er nicht springen wollte? Keine Ahnung. 64% keinen Selbstmordversuch unternommen. 96% Schläger besiegt, 61% ehrlich über Aiden, 52% aus dem Gebäude entkommen und 37% Schicksal der Schläger erfahren. Puh, nach dieser übertrieben langen Folge, eine Stunde, um genau zu sein, war's das für diese Folge von Beyond Two Souls. Sehr emotional und aufregend gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Beyond Two Souls. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, mit nicht allzu vielen Komplikationen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. No, I cost you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside,
I let your smile fade away. I let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone.